Nene, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Bus, dann sing Nene, Nene, Nene. Nene, 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 Nene. Jetzt darf ich aber mal der Cowboy sein. Nein, darfst du nicht. Du kannst an deinem Geburtstag der Cowboy sein. Das ist in 5 Monaten. Los, Galopp. Oh. Na komm schon, du lahmes Pferd. Was ist los mit dir? Ich glaube, ich habe gerade einen Zahn verloren. Schau, Henry, den kann ich unter mein Kopfkissen legen. Und dann bringt mir die Zahnfee Geld. Hey, Henry, jetzt habe ich meinen ersten Zahn vor dir verloren. Ist das nicht komisch? Nein! Das ist doch echt sowas von gemein. Ich bin der Einzige, den ich kenne, der noch keinen Zahn verloren hat. Alle anderen schon. Wirklich alle. Die launische Laura, der brutale Bert, die umwerfende Ulla, Aerobic Alf, Jonathan Jammerlappen, die trällernde Trudi und sogar Mieze die Katze. Miau. Und jetzt hat Peter einen Zahn verloren. Das ist so peinlich. Henry, willst du noch mal meinen Zahn sehen? Nein, das will ich nicht. Meinst du, dass mir die Zahnfee 50 Cent dafür gibt? Ich kann dafür sorgen, dass du noch mehr kriegst. Nein, danke. Aber du kannst ein Foto von meinem Zahn machen. Dann mache ich einen Abzug für Mama und einen Abzug für Papa und einen Abzug für alle meine Freunde. Lass das! Sei nicht so gemein, Henry! Du kannst ihm zuliebe doch wohl ein Foto machen. Und dann lege ich meinen Zahn in einen Umschlag für die liebe Zahnfee. Ich war doch noch nicht bereit. Pech gehabt. Ich muss einen Zahn verlieren. Na kommt schon. Wackelt. Ihr sollt wackeln. Die blöden Zähne bewegen sich nicht. Als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Das kann ja noch ewig dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt deine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen.
da? Was ich mache? Gar nichts. Ich habe was gehört in Peters Zimmer und habe nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair. Die Zahnfee hat mich ausgetrickst. Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja, bitte, Henry, das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? Und ich schreibe noch Dankeschön. Höflichkeit kann nicht schaden. Dann springt vielleicht ein bisschen mehr raus. Ich hab den Zahn und eine schöne Zahnlücke. Ich meine, wie schlau kann eine Zahnfee schon sein? Oh. Jetzt hab ich dich, Zahnfee. Mieze? Ja! Zahltag! 2 Euro! Ja! Ich hab die Zahnfee ausgetrickst! Ja! Was? Das ist Plastik. Das ist gemein. Wo ist das echte Geld? Henry, komm sofort hier runter. Ich komme, Mama. Mit lieben Gruß von der Zahnfee. Netter Versuch, Henry. Henry, ich sag's nicht nochmal. Komm auf der Stelle hier runter. Blöde Zahnfee. Henry? Wieso sind beide Bonbongläser leer? Mieze, böse Mieze. Du hast die Bonbons gegessen. Versuch es nicht auf Mieze zu schieben. Ich weiß, du warst es, Henry. Einen Monat lang keine Bonbons. Was? Nein, Mama, das kannst du nicht machen. Papa sagt Mama, das kann sie nicht machen. Ich wäre für 2 Monate. Aber das ist gemein. Was soll ich denn zwischendurch essen? Du kannst einen Apfel haben. Obst! Au! Was? Ich glaub... Ja, schau! Mein Zahn! Er wackelt! Schau! Stimmt, er sieht locker aus. Locker? Er ist schon so gut wie raus. Ha, wenn die in der Schule das sehen. Jetzt muss die Zahnfee aber wirklich blechen. Noch ein Biss. Und dann...
Ich hab ihn verschluckt. Ich will, dass ihr diese Zahlen zusammenzählt, das Ergebnis mit dieser Zahl mal nehmt und dann durch diese Zahl teilt. Und dann... Nimm das, du außerirdisches Mathe-Monster! Jetzt beruhigt euch doch. Mathematik hat noch keinem geschadet. Ja, ja. Du hast uns gerettet. Naja, irgendjemand musste dieses Mathe-Monster ja erledigen. Henry? Henry? Henry! Hast du gehört, was ich gesagt hab? Also, wer von euch hat einen Aufkleber für Mut verdient? Ich, Frau Streitaxt. Ich hab uns vor dem Mathe-Monster gerettet. Nun, wie ich schon sagte, morgen wird sich ja zeigen, wer mutig ist und wer nicht. Denn morgen ist... Schulimpftag! Schulimpftag? Nein! Es ist doch nur eine kleine Spritze und keine große Operation oder sowas. Klappe, Zwerg! Du musst keine Angst haben, Henry. Ha, Angst? Wieso sollte ich Angst haben? Das ist doch nur eine Spritze. Ja, genau. Nur eine spitze, dünne, lange Nadel, die in dein Fleisch gestochen wird. Oh. Und der Gewinner der Goldmedaille im Speerwerfen ist... Und dann ziehen sie die Nadel heraus und... Henry? Henry? Henry, aufstehen, Schule! Ich kann heute nicht in die Schule gehen, Mama. So, und warum nicht? Ich hab Husten. Ach komm, Henry. Da müsste dir schon was Besseres einfallen. Die Schule ist abgebrannt. Gestern Nachmittag. Ehrlich? Ich hab gar keine Flammen gesehen. Halt die Klappe, Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Ich kann heute nicht zur Schule gehen, weil ich mir das Bein gebrochen hab. Au. Au. Oh, tut das weh. Oh. Armer Henry. Ich weiß, dass heute Impftag ist, Henry. Und du gehst zur Schule, ob du nun willst oder nicht. Also, mal sehen. B für Beinbruch. Leg dich hin und entspann dich, Henry. Ich kann dir helfen. Ja, Peter. Das kannst du wirklich. Ich will aber heute gar nicht so tun, als wäre ich du. Dann darfst du auch auf den Pausenhof für die Großen. Und? Und du darfst in der Klasse von den Großen sitzen. Und? Du kriegst Matheaufgaben auf. Oh, super! Mathe hab ich für mein Leben gern. Aber wenn alle meinen, ich bin du, bekomme ich doch auch deine Spritze. Ach so, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber denk mal an die vielen Mathe-Hausaufgaben. Das klappt doch nie im Leben. Klar klappt das. Henry? Peter? Ach, du hast recht. Das klappt nie im Leben. Es gibt keine Narbe. Meine Arme sind schön und ich will, dass sie auch so bleiben. Hoff lieber, dass sie keine Arterie trifft.
Das führt zu starkem Blutverlust, Faulbrand und manchmal Amputation. Das heißt, sie schneiden dir den Arm ab. Oh, bitte. Es ist nur ein winziger Pieks. Ja, nur ein winziger Pieks. Oh je, bitte nimm nicht mich. Nein, bitte nicht mich. Jonathan, du bist der Nächste. Ich will aber nicht. Hilf mir. Bitte hilf mir. Sei nicht albern, Jonathan. Es ist doch nur eine Spritze. Ja, du Jammerlappen. Ich fange bestimmt nicht an zu heulen. Bestimmt nicht. Ich bin mutig und stark. Ich halte sowas leicht aus. Laura. Ha, bin schon gespannt, wie laut du schreist. Das allein ist mir schon fast eine Spritze wert. Laura schreien zu hören. Jeden Moment wird sie... Und? Ha, ich habe noch nie so eine lange Nadel gesehen. Du jagst mir keine Angst ein. Sie ist so lang wie mein Arm. Je größer, desto besser. Henry? Nein! Ich will keine Spritze! Ich will zu meiner Mama! Ich auch! Ich auch, Mami! Lauft so schnell ihr könnt! Lauft um euer Leben! Henry. Oh, hallo, Schwester Nora. Bin ich jetzt an der Reihe? Soll ich meinen Ärmel hochkrempeln? Vielen Dank, Henry. Aber ich spritze in den anderen Arm. In den anderen Arm? Ach. Dass die Lehrer immer ihr Mittagessen rumliegen lassen müssen. Alles in Ordnung? Du fühlst dich viel zu warm an. Ich kann dich nicht impfen, wenn es dir nicht gut geht. Können Sie nicht? Nein, ich darf nicht. Also, wie fühlst du dich? Oh, du Ärmster. Du gehörst ins Bett und musst sofort nach Hause. Du bekommst heute keine Spritze. Das ist super. Keine Spritze, Tee im Bett und morgen muss ich nicht in die Schule. Brauchst du noch was, Henry? Krieg ich bitte noch mehr Eis? Tut das deinem Hals weh gut? Oh ja, das kühlt so schön im Hals. Natürlich würde es mit Schokoladensauce noch viel besser helfen. Gut, von mir aus. Aber nur, wenn es auch die Ärztin erlaubt. Hallo, Henry. Ich höre, du fühlst dich nicht wohl. Ich hab nur ein bisschen Husten. Einatmen? Tut es hier weh? Oh ja, da tut's schlimm weh. Und hier? Oh, diese Schmerzen. Diese Schmerzen. Und wie ist es hier? Au, da tut's richtig weh. Tja, das ist höchst ungewöhnlich. Und? Ich fürchte, für Henrys Beschwerden gibt es nur eine Medizin. Ich verstehe. Eine Spritze.